Anklageerhebung gegen Attentäter Breivik. Zurechnungsfähigkeit nach wie vor umstritten. Norwegen. An diesem Mittwoch wurde gegen den Attentäter von Utøya, Anders Behring Breivik, in der norwegischen Hauptstadt Oslo offiziell Anklage wegen mehrfacher Tötung und der Verübung von Terrorakten erhoben. Laut der 19 Seiten umfassenden Anklageschrift soll Breivik am 22. Juli 2011 insgesamt 77 Menschen getötet haben, indem er zunächst im Regierungsviertel von Oslo eine Explosion, welche 8 Menschen das Leben kostete, herbeigeführt und anschließend auf der Insel Utøya weitere 69 Personen erschossen haben soll. Darüber hinaus gab es 42 Verletzte. Die Verlesung umfasste ebenso die Namen aller Opfer. Im Falle einer Verurteilung drohen Breivik bis zu 21 Jahre Freiheitsentzug und im norwegischen Strafrecht besteht, ähnlich in Deutschland, die anschließende Möglichkeit zur Sicherungsverwahrung, sofern eine Gefährlichkeit des Straftäters für die Allgemeinheit festgestellt wird. Zum jetzigen Zeitpunkt ist fraglich, wo Anders Behring Breivik im Falle der Verurteilung seine Strafe verbüßen wird, da seine Zurechnungsfähigkeit bisher nicht eindeutig festgestellt wurde. Ein vom Gericht im November in Auftrag gegebenes Gutachten ergab, dass Breivik unter paranoider Schizophrenie leide und somit als nicht zurechnungsfähig einzustufen sei. Als Motiv gab er den Kampf gegen die drohende Überfremdung Norwegens an. Ergo müsste er seine Haftstrafe in einer psychiatrischen Einrichtung antreten. Anwälte der Opfer respektive der Angehörigen hatte dagegen mit der Begründung protestiert, dass Breivik die Tat über mehrere Jahre geplant und systematisch ausgeführt hat, da er unter anderem ein über 1500 Seiten umfassendes Kompendium verfasste und selbiges kurz vor der Tat verbreitete. Derzeit wird ein zweites Gutachten erstellt. Der Prozess soll am 16. April diesen Jahres beginnen.